EA Productions. EA Productions liest Schweizer Sagen und Heldengeschichten. Heute versöhnliche Herzen. In jenen unseligen Tagen, da sich, wie anderwärts in der Welt, die Eidgenossen um des Glaubens willen gar heftig bekriegten, hatte sich auch die alte vieltürmige Stadt Solothurn in zwei Glaubensparteien geteilt. Katholische und Reformierte oder Protestanten hassten sich bis aufs Blut und jede Religionsgemeinschaft suchte die Herrschaft über die Stadt völlig an sich zu bringen. Als aber die Katholischen die Mehrheit und damit die Macht erlangten, schlugen sie den Reformierten ihr Ansuchen um freie Ausübung ihres Gottesdienstes ab. Darüber ergrimmten die Reformierten und planten heimlich einen Gewaltstreich. Eine Stunde vor Mitternacht wollten sie die Kirche und das Waffenhaus besetzen und so sich der Herrschaft über die Stadt gewaltsam bemächtigen. Das vernahm der Schultheiß der Stadt namens Wengi. Schnell ließ er heimlich die Turmuhr zurückstellen. Dann berief er den Rat zusammen und bald standen die Katholischen in Wehr und Waffen. Als die Reformierten nun merkten, dass ihr Anschlag verraten sei, lagerten sie sich, ebenfalls wohlgerüstet, jenseits des Flusses. So kam es, dass sich bald beide Parteien der Stadt, die katholische und die reformierte, kampfbereit gegenüberstanden und sich über den Aare-Fluss hinüber und herüber arg beschimpften und herausforderten. Jetzt holten die Katholiken voll Wut die große Kanone aus dem Zeughaus und richteten sie auf die Reformierten. Ein erster Schuss wurde, zum Glück ohne Schaden, losgebrannt. Aber als nun die Kanone ein zweites Mal und genauer gerichtet losgehen sollte, eilte der Bürgermeister Wengi, ein hochgewachsener, wehrhafter Mann, herbei und stellte sich, die Hand aufs Herz legend, vor die Mündung der Kanone und rief: »Soll Bürgerblut fließen, so fließe das meinige zuerst.« Da ließen die Schütze die Arme sinken und niemand wagte, gegen den wackeren Mann aufzutreten. So kam es, dass die Katholischen mit ihrer Kanone wieder abzogen und zuletzt alles friedlich geschlichtet wurde. Also geschehen im Jahre des Heils 1533, am 30. Weinmonat. Ungefähr zur selben Zeit lagen die reformierten Zürcher mit den katholischen, sogenannten fünfartigen Eidgenossen von Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug im Kriege um des Glaubens willen. Obwohl sie sich nun als Feinde gegenüberstanden und sich heftig bekriegten, wünschten im Herzen doch die meisten den Frieden, was sich an gar mancher schönen Tat erkennen ließ. So viele, die sich jetzt bekämpfen mussten, hatten einst zusammen die blutigen Kriege im Welschland durchgemacht und brüderlich alle Not und Gefahr geteilt. So kam es, dass sie sich gar wohl kannten, und wenn sie sich nun in Waffen starrend an den Grenzen begegneten, so hielten sie wohl zusammen ein Gespräch von alter guter Zeit und altem guten Streit jenseits des Gotthard. Da die Zürcher viel Kriegsvorräte an Wein und Brot hatten, bei den Fünfartigen aber Schmalhans Küchenmeister war, überschritten ab und zu Männer aus den katholischen Ländern die Grenzen absichtlich. Sie wurden dann gefangen, mit Speise und Trank gehörig bewirtet und durften danach wieder unbehelligt in ihr Lager zurückkehren. Einmal aber, erzählt ein alter Geschichtsschreiber, brachte eine größere Zahl frohgemuter Gesellen aus dem katholischen Lager der Hirten am Vierwaldstätter See eine große Mutte, ein niedriges, aber sehr umfangreiches Holzgefäß, voll Milch zu den Zürchern, die an der Grenze Wache hielten. Sie stellten die Mutter also auf die Grenze, dass die eine Hälfte auf dem katholischen, die andere aber auf reformiertem Boden stand. Dann riefen sie den Zürchern zu, sie hätten wohl eine gute Milch, aber keine Brocken darin. Da eilte eine Schar Zürcher mit Brot herbei. Sie brockten das Brot in die Milch und so legten sich nun beide Teile, aber schön innerhalb ihrer Grenzen, bäuchlings ins Gras und begannen zusammen unter fröhlichen Sprücheln und Gelächter die Milchsuppe auszulöffeln. Wenn aber einer mit seinem Löffel über die Hälfte des Gefäßes hinaus in die Milchsuppe herumlangte, hieb ihm sicher einer von der anderen Seite auf die Finger und sagte: »Friss auf deinem Erdrich!« Der Stadtmeister der beiderseits befreundeten Stadt Straßburg im Elsass,
der als Abgeordneter Friedensvermittler dabei stand und auch sonst noch so manchen derartigen Scherz miterlebte, sagte bei diesem Anlass: »Ihr Eidgenossen seid doch wunderliche Leute. Bei aller Zwietracht seid ihr eins und vergesst der alten Freundschaft nicht.«